Wir sind Camper, einer für alle und all for one. Man merkt einfach wieder, wie schön es unter Campern ist und es wird einem geholfen, auch wenn die Geschichte so ein bisschen traurig ist. Naja, was genau passiert, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schick die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Morgenstund hat Gold im Mund und ich bin gerade eben hier hinten, verfasse gerade eine E-Mail und sehe hier, der Mian ist draußen am Spielen und neben uns ist ein etwas älterer Herr. Der kam hier zu Mian, um dem Fahrrad zu helfen und ölt gerade eben die Kette, das ist ja super lieb. Ah, ihr seht es, die Parzelle ist schon wieder leer. Ja, wir haben ja allgemein einfach nicht mehr so viel Zeit und ich habe mich schlau gemacht. Man muss hier auch gar nicht irgendwie bis 12 abgereist sein oder sowas. Ah, Mops. Instagram wieder, oder was? Ja, genau. Ja, an dieser Stelle, falls ihr auch einen Instagram-Account habt und uns dort noch nicht abonniert habt, da sind wir auch. Ill und Mops, lasst doch da vielleicht auch mal ein Abo da, der kostet nichts. Und ich fange gerade schon wieder an, mich zu kratzen, weil ich habe Mückenstiche am Bein. Das ist echt ungünstig. Ach Mensch, und wenn man einmal anfängt zu kratzen, dann ist ganz schlimm. Jetzt konzentriere ich mich mal und denke, ja, was ich sagen wollte an dieser Stelle, was mir gerade einfällt, wir haben ja vor uns einen älteren Herrn stehen, ne? Also ein ganz, ganz, ganz netter Mann. Dem Mian ist vorhin die Kette abgesprungen und der hat ihm dann sofort geholfen irgendwie. Und ich bin dann auch raus, weil ich geguckt habe, ich sage, ach Mian, was ist los? Ich hatte ihn dann die Kette dran gemacht. Und der Mann so direkt geguckt und sagte, ja, die Kette ist auch zu locker. Dann hat er sein Werkzeug rausgeholt und hat dann nach dem passenden Werkzeug geguckt und hat dann die Kette wieder auf Spannung gemacht. Und dann sagt er gleich so zu Dings auch, ach, das ist ein Pinsel, damit kann man die Kette ölen. Dann hat er noch Öl geholt, hat die ganze Kette eingefettet, beziehungsweise hat das dem Mian machen lassen. Also ich fand das wirklich so, so nett, quasi wieder mal, wie hilfsbereit doch Camper sind. Unverbindlich, ohne zu fragen, so einfach, ja, ich bin gerne da. Ja, und der Illo kam, ich glaube, gestern mit den älteren Herren ins Gespräch. Ich war da, glaube ich, spüren gewesen oder irgendwie was. Und wenn man das dann doch so hört, ne, er ist irgendwie schon 40 Jahre hier auf diesem Campingplatz. Er war immer mit seiner Frau hier, die ist jetzt aber leider verstorben. Ja, und das geht einem doch dann schon nah, ne? Also ich habe es ja auch immer wieder mal im Krankenhaus oder in der Ausbildung gehört. Ich werde nie vergessen, ich hatte meine Patientin, als ich in der Ausbildung war, da war ich im Altenpflegeheim eingesetzt. Ich bin ja Krankenschwester, aber trotzdem muss man ja jeden Bereich mal absolvieren. Da war eine Dame, die hieß Maya und die stellte sich bei mir vor mit großes M und kleine Eier. Werde ich nie vergessen, eine ganz, ganz, ganz nette Dame. Und wie sie mir so erzählte, ja, all die Jahre mit ihrem Mann und der ist jetzt nicht mehr. Und das ist schon krass, wenn man überlegt, wirklich, man ist mit einem Partner 60 Jahre zusammen und dann ist er nicht mehr da und diese Menschen sind auf einmal alleine. Und ja, das Schöne ist, die Erinnerung kann einen niemand nehmen, aber trotzdem ist es wirklich traurig und es tut mir dann so leid. Und umso schöner finde ich es für den Mann so auch, ja, ja, wenn er dann hier so ein kleines Kind hat, vielleicht, wo er mal helfen kann, wo er sich freut. Er hat auch gestern mit dem Mian so ein bisschen gespielt und ja, das so ist leider das Leben, ne? Aber ja. Ich habe mir auch gedacht, komm, ich gehe jetzt nicht raus damit helfen. Lass ihn doch da. Ja, für das ihn hat ist es dann das eine hat große, total, große, große genau, das hat er total gerne gemacht. Und es war wirklich schön, auch gestern, wie Mia mit ihm gespielt hat. Mia ist mal an ihm vorbeigefahren und er hat mal so waha gemacht und so. Man hat richtig gesehen, wie der Mann gestrahlt hat und Mian auch gestrahlt hat. Also die haben sich gegenseitig gut getan, ne? Ihr seht, sitzen wir wieder auf unseren typischen Plätzen. Wir haben es mittlerweile 17.42 Uhr, also wieder sehr, sehr spät, um irgendwie einen Platz zu verlassen. 19 Grad. Ja, irgendwie sind wir heute so ganz gemütlich unterwegs. Wir haben uns ein bisschen mehr Sonne erhofft, ist aber nicht der Fall. Aber wir sind froh, dass es trocken ist. Es ist halt ein bisschen bewölkt, aber trotzdem halt ganz warm. Und der Mian hat so schön mit den Nachbarskindern gespielt. Die sind so schön Fahrrad gefahren und haben Monster Trucks gespielt und. Deswegen haben wir gesagt, ey, komm, wir machen einfach chillig. Er soll schön spielen und ja, wir sind ja entspannt. Wir haben ja in dem Sinne keinen Zeitdruck
Und ja, lassen wir einfach langsam angehen und machen uns später halt auf den Weg. Ja, wir fahren jetzt hier gerade aus dem Campingplatz raus. Wir stehen hier vor der Schranke und hoffen, dass sie hochgeht. Bezahlt haben wir ja schon beim Einchecken. Das ist vielleicht jetzt das ganz Praktische daran, dass man dann jetzt nicht nochmal raus muss. Sie geht nicht hoch. Sie geht nicht hoch. Vielleicht sollte der Inno mal hupen. Mal dezent. Hupen. Laut geben. Ja, mal gucken. Ja. Oh, da tut sich was. Ja, manchmal muss man sich einfach zu Wort melden. Ne? Nur sprechende Menschen kann geholfen werden, so sagt man doch immer so schön. Wir kennen das ja in den südlichen Ländern. Ne? Hup, da bin ich. Genau, genau. Man meldet sich, ja. Unser Navi ist total weit gestellt. Ja, 9 Minuten jetzt. 9 Minuten. Ne? 5,6 Kilometer. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen hier mal die Meile abchecken mit den 31 Plätzen. Hier ist einer schöner als der nächste und ja, wir haben uns einen schönen ausgeguckt, wo wohl ganz viel Kinderprogramm bzw. Möglichkeiten für Kinder sind, dort Spaß zu haben. Da sind wir auch schon sehr dran interessiert. Wir haben mal vorhin Live-Aufnahmen geguckt, ne? Könnte man irgendwie gucken. Live-Webcam. Und haben, ne? Ja, genau, und haben geguckt, ob da überhaupt schon, ob da was los ist jetzt irgendwie. Und ja, hier ist schon jetzt überall los. Die Leute, die rasseln jetzt auch hier ein. Es ist jetzt einfach auch die Zeit, wo wieder halt der Urlaub boomt. Ne? Ihr habt selber vielleicht schon jetzt den ersten Urlaub hinter euch oder es kommt jetzt irgendwie der erste Urlaub und man freut sich, dass der Sommer bevorsteht oder dass er jetzt auch da ist. Ja. Ja, nur wir werden Richtung Deutschland, wenn es Sommer ist. Ne? Genau, das wir ist halt kommen, unser Schicksal. Wir halt, kommen ne? nur nach Deutschland, weil schönes Wetter ist. Ansonsten würden wir uns nicht blicken lassen. Dann hätte ich das Kind irgendwo anders. Hätte ich es in Marokko entbunden. Ja, ja, du kannst nein, nein, aber der ein oder andere Zuschauer hat mich auch gefragt, wie ist das denn eigentlich, wenn du das Kind im Ausland zur Welt bringst? Man hat wohl die Möglichkeit, trotzdem die deutsche Staatsbürgerschaft auszuwählen, die Möglichkeit. Zumindest weiß ich das so, dass das geht, wenn du in Spanien dein Kind entbindest, weil wir da mal mit welchen gesprochen haben, die dort ein Kind entbunden haben, aber die haben auch dort entbunden, die sind dort ausgewandert und wollten auch da bleiben und ja, genau. Und die sagten das und das fand ich halt sehr interessant, weil man weiß ja nie, es könnte ja jetzt oder gerade losgehen, ihr guckt gerade das Video und in Wirklichkeit hänge ich da schon hechelnd in eine Seile. Und was mache ich? Waschlappen immer und oben drauf. Kind. Ja, das Lustige ist auch, viele Zuschauer, oder ihr fragt euch ja immer, was wird's, Junge oder Mädchen, das verraten wir ja noch nicht. Oh. Und gestern sind wir auch wieder hier auf Zuschauer getroffen. Wir haben gefragt, was wird's denn? Haben wir gesagt, das verraten wir nicht. Wir wollen dann jetzt auch wirklich fair zu allen gleichzeitig sein. Also zu Familie, Freunde wissen es natürlich, keine Frage. Aber ansonsten haben wir irgendwie für uns, irgendwie, ohne dass wir es abgesprochen haben, entschieden, wir behalten es für uns. Und dann haben wir gesagt, es wird auf jeden Fall ein Mensch. Es wird ein Mensch, ja. Aber ein Camper. Und wir haben auch schon sogar einen Namen. Und der Name, das sage ich euch jetzt schon mal, der wird euch umhauen. Ja, ja. Ich finde, das ist ein geiler Clou. Also ich freue mich schon drauf. Wir haben gerade mit unserer Freundin Sarah telefoniert. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und dann sagte sie auch, und wisst ihr schon einen Namen? Und wir so, ja, wir glauben schon. Also es ist ja auch schon krass, dass man mit Namen nicht so ganz sicher ist. Aber bei Mian war es halt genauso gewesen. Wir haben lange überlegt, ach Name und welcher Name und ist das der richtige Name, aber uns ist irgendwie kein besserer eingefallen und da ist es irgendwie genauso und der Illo, der hält jetzt an irgendwas, ja, klappert ihn da, da liegt bestimmt. Irgendwelche Muscheln, das mag ich ja, überhaupt nicht. Ja, da liegen oben Muscheln in unserem Teil drin, was da klappert und genau, aber den Namen werden wir natürlich auch erst verraten, wenn es soweit ist, weil wir wollen es uns ja auch nicht mies machen lassen, ne? Was ich ganz, ganz oft schon festgestellt habe, jeder verbindet natürlich Namen mit irgendwelchen Leuten, die sie kennen oder sowas. Und auch Mian damals, das ist halt kein gängiger Name. Da war immer so, hä, wie heißt das und so. Und von daher, am besten gar nicht verraten, dann kann es auch keiner mies machen. Und ja, genau, genau. Aha. Aber mit der Namenswahl haben wir uns wirklich sehr schwer getan. Ja, genau. Aber mehr sagen wir jetzt dazu nicht. Wir sind echt fies, oder? Mops kommt auf jeden Fall jetzt auch mit. Wir haben auf jeden Fall hier eine Karte bekommen. Wir können uns drei
Plätze können wir uns jetzt aussuchen, welcher uns am besten gefällt. Das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall mal an. Siehst du cool aus mit deiner Käppi. Ja, wir haben jetzt hier einen Einweiser, den sollen wir hinterherfahren. Wir wissen jetzt schon, wo wir stehen, aber ja, anscheinend ist es hier so, das Fahrrad habe ich da vorne gesehen, das ist da nochmal und es ist ja ganz nett. Das erinnert mich gerade an den Campingplatz oben an der Nordsee. Da wurden wir da auch mit Fahrrad begleitet. Ja, man weiß vielleicht manchmal gar nicht, wo man langfahren muss, weil den Weg, den wir gerade gelaufen sind, den kann man jedenfalls nicht mit dem Wohnmobil fahren. Von daher ist es doch ein sehr netter Service. Erstmal hier rein und klarkommen. Ein Leben auf der Überholspur. Ich komme mir vor wie ein Campingplatztester, aber das ist unglaublich hier. Also, ne, wir sind irgendwie so ein bisschen sprachlos. Wir müssen das erstmal einordnen und so weiter. Also, wir sind hier in Jesowohl, so heißt das, meine ich. Und wir liegen direkt an dieser Einkaufspassage oder an dieser großen Straße. Da wollen wir auf jeden Fall gleich noch hin. Problem ist nur, wir haben hier einen richtig schönen Spielplatz und der Mian ist... Ja, wir rufen ihn die ganze Zeit, komm, wir wollen noch gucken, wo die Musik herkommt, aber ja. Er kommt einfach nicht. Es ist auch schon recht spät, ja. Aber hier sind halt noch so viele Kinder und ja, wir sind ja glücklich, wenn er auch glücklich ist und wir sitzen hier auf der Bank, wir sind die Spielplatz-Gang. Ja, also Mian würde sagen, das ist heute ein ganz klarer Mian-Tag, soll er ja auch haben, ne? Also ja. Der ist heute da auf den Europaplatz, da hat er die ganze Zeit gespielt mit zwei Kindern. Hier hat er auch direkt, er findet ja zum Glück immer Anschluss. Das ist ja auch das Gute, wo wir dann auch denken, dann ist dieses Video vielleicht nicht so, na, also so mit zeigen. Aber dafür hatte Mian heute einen richtig schönen Tag, ja, oder sowas. Und ne? Ich habe gerade hier schon mal reingeschnuppert, Leute. Also wir werden euch den Platz hier zeigen, weil der einfach, das ist hier mit ein Knaller. Ja. Also ich habe mich hier gerade internetmäßig eingeloggt. Dann kannst du hier so mehrere Punkte sehen. Und da war so ein Punkt, was quasi alles hier mit kostenlos mit bei ist, beziehungsweise... Ja, aber verrat noch nicht zu viel. Ja, ne? was ein Apfel und Ei hier kostet irgendwie. Ich sag nur Wäsche waschen. Wäsche waschen, das war krass. Ja. Gut, dass ich vorher nicht Wäsche gewaschen habe. Das kann ich euch auf jeden Fall genau, schon sagen. Genau, also dazu kommen wir nochmal genauer. Wir stellen euch das vor. Also was wir jetzt hier auf den ersten Eindruck sehen, ist wirklich der absolute Knaller. Für alt und jung. Alt und jung auf jeden Fall, aber mir liegt noch was in der Magengrube und da habe ich auch gut Ärger gekriegt und was, mir selber auch Ärger gegeben. Nee, jetzt erzählen die keinen Schabernack. Ja, mir mehr selber Ärger. Habe ich Ärger? Habe ich dir Ärger gegeben? Nee, hast du jetzt nicht, aber nein, ich habe gesagt, es ist natürlich doof, Ärger. Aber ne? Sonst sagt ihr Mops, hier macht hier nein, diesen. Nein, ich habe gar nicht diesen gemacht. Natürlich bin ich auch nicht begeistert, aber wir müssen es klarstellen. Nicht, dass die hier denken, ich bin hier mal die hier, bist ne? Du doch auch. Nee, bin ich gar nicht. Klar bist du das. Nein. Ja, ich habe ein Video gelöscht. Ich habe ein ganzes Video von uns gelöscht. Ein gutes Video. Ja, was irgendwie untergegangen ist. Ihr wisst ja, wir haben ein paar Tage Vorlauf, so brauchen wir auch einfach. Ne? Also wir produzieren ja hier auf unserer Reise sehr, sehr viel auf jeden Fall und haben halt auch einen Vorsprung. Genau, und, ja. Und so haben wir einfach auch mal die Möglichkeit zu sagen, so machen einen Tag Pause, sind einen Tag irgendwo länger und machen einfach nichts. Ne? Genau, und so arbeitet man sich das manchmal einfach raus, indem man quasi ja zum Beispiel eine Fähre, so hatten wir einen Cut und haben ein neues Video gestartet und so entsteht das einfach. Oder weil wir ja freitags und samstags kein Video mehr zeigen, haben wir quasi die Tage, wenn wir dann fleißig waren, weil wir dann viel unterwegs waren, haben wir dadurch einfach einen Vorsprung. Fakt ist, Elo hat ein gutes Video gelöscht. Ja. Das hat er mir gestern gesagt. Ja, vorm Lido das Video irgendwie, wo wir da rüber gefahren sind. Also es war eigentlich ganz doof, weil ich habe schon die Videos dann hochgeladen. Ich lade die immer hoch, die veröffentlichen sich dann im Prinzip selber um 18 Uhr, also dann an den Datum quasi. Und dann gestern habe ich dann gecheckt. Und Fakt ist, weil Elo, wir machen immer den Einleiter vor diesem... Wir haben schon immer diesen Traum gehabt. Genau, ja, das Intro quasi. Also ja, genau, vor dem Intro quasi. Und Elo hatte dann noch keine Ansage und dachte dann einfach so, ach ja, hier ist schon fertig, so und so, gelöscht. Aus den gelöschten Ordner sogar noch die Sachen gelöscht. Und sagt mir auf einmal so und ich so, ja, ist ein bisschen ärgerlich für uns, weil wir investieren ja sehr viel Zeit sehr viel Zeit. Beziehungsweise der Elo schneidet ja wirklich bis nachts die Videos. Jo. Und dann ist es echt schon ärgerlich, wenn du da wirklich bis nachts 1 Uhr sitzt, Kommentare beantwortest, dies, das, jenes, machst Ton drüber hören, hochladen, beschriften. Also das ist so ein riesen Rattenschwanz, den wir sehr gerne machen. Aber das Ding ist einfach, wenn du dann
quasi festgestellt hast, du hast das alles für ein Poppes gemacht. Wir gucken jetzt auf jeden Fall, dass wir den Mian irgendwie motivieren können, dass wir hier nochmal durch die Meile gehen können. Naja, und wenn es nichts ist, dann ist es heute. Schau mal, auf jeden Fall sind jetzt schon ein paar Kinder abgehauen. Ja, vielleicht kriegen wir gleich gegriffen. Das ist dann so ein Grund zu sagen, komm, und er sagt, okay. Spät ist es mittlerweile. Ich sag, wir machen ab ins Bett. Wünschen euch schöne Grüße. Bis dann. Ciao.